So, moin und willkommen zurück zu Minecraft Folge 7. Es funktioniert. Wir haben volles Inventar. Wir sind hier auf unserem Kieshaus. Wir hätten uns hier vielleicht mit unserem Maypoint setzen sollen bei diesem Haus. Aber egal, wir reiten jetzt erstmal mit unserem Pferdchen hier los. Ist nicht mir noch irgendwas läuft FPS-technisch gerade nicht so rund, wie es eigentlich sollte. Jetzt kommen wir weiter. Zum Glück bin ich hier schon mal reingeflogen. Ah, ist das schön. Aber ich freue mich wieder in Minecraft drin zu sein mit euch. Wieder eine schöne Folge aufnehmen. Weil in Minecraft waren jetzt bis jetzt nur ein oder zwei Sessions. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe so zwei Sessions bis jetzt aufgenommen. Deswegen, ja. Auch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich Minecraft gespielt habe. Die beiden Sessions waren auf einmal, glaube ich, hintereinander. Dass ich, ja, glaube ich, die letzten beiden Wochen kein Minecraft gespielt habe. Deswegen freue ich mich gerade irgendwie voll, Minecraft mal wieder zu spielen. Ich habe zwar kaum noch eine Ahnung zu diesem Modpack, was wir hier angefangen haben. Ich weiß aber, wir haben hier irgendwo uns angefangen zu einzusiedeln. Warte, wir können schauen, ob sich irgendwas deckt. Das deckt sich ja mal Sachen gerne mal. Im Hintergrund haben wir wieder die schöne Musik von Panda Beats Music. Der ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Falls ihr euch selber mal anhören wollt, was er so Musik macht, könnt ihr das auch gerne tun. Vor allem ist es so schön, er macht halt auch kostenlose Streamer und so. Add. Neues Haus. Reserviert als Haus. Wenn wir die Sachen haben, denke ich, können wir uns dann auch mal wirklich mal um das Spiel an sich kümmern. Wir wollen ja auch Minecraft durchspielen, wir wollen ja auch ein bisschen Technik vorankommen. Und es gibt hier sehr viel Technik hier, was mich vor allem halt wirklich interessiert, was ich ja auch schon öfter sehr erwähnt habe, war Pneumatikcraft. Interessiert mich voll, das will ich mal angehen. Dann können wir wahrscheinlich auch noch mit Bienen rumspielen, so meine Vermutung. Bis jetzt von dem Game hier. Nein, ich habe keinen Bock, wieder dieses Loch reinzufallen. So, das müsste ja eigentlich schon Wege geben, wo ich gelaufen bin, theoretisch. Laufen. Ich glaube, danach noch einmal rennen und danach haben wir es.
Neues Haus, was sind das? 400 Meter tatsächlich. Okay, ist doch ein bisschen weiter weg. Top, lauf, Domi. Über diese Bäume, wo wir festhängen, das ist unglaublich. Aber das Pferd ist so schön schnell, finde ich. Daneben Skelett. Du wirst mich nicht erwischen. Ich bin auf dem Weg zu meinen Truhen. Gehen wir mal kurz hier ins Dorf und gehen mal schlafen. Das hat kein Bett. Kätzchen, komm her. Schlafen, Dummi. Ach ja, schön ins Bett reinlegen, schlafen. Pferdchen, nein, du rennst nicht weg. Da habe ich doch richtig gehört. Schade, keine EP. Wenigstens haben wir uns da jetzt kurz EP geholt. Aber so, Pipi weg. Wie. Ach ja. Ah, Wasser. Wasser brutal. Langsam. Wir wollen schnell. Wir wollen schnell. Wir wollen was machen, die Folge. Ich will was erreichen in Minecraft langsam. Ah. So, jetzt stelle ich aber auch mal eine Frage an euch, so meinen Raum. Was haltet ihr eigentlich vielleicht von irgendwie, vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft, ein Duo-Projekt auch vielleicht in Minecraft zu starten? Oder vielleicht irgendein Großprojekt, wo man sagt, kann, man macht, schnappt sich vielleicht ein paar andere YouTuber, kleinere, und macht ein schönes Großprojekt auf. Gut, man muss erstmal YouTuber finden, die wo dann drauf Bock hätten. Wo man auch einig wird und so. Aber es ist sowas, wo ich sagen könnte, irgend so ein Projekt mit anderen YouTubern vielleicht, so kleineren YouTubern wäre schon geil. Das wäre schon ganz geil. Muss mal schauen, wie man das macht. Aber erstmal haben wir ja unser Solo-Minecraft-Projekt jetzt halt hier. Aber für danach.
So, damit haben wir abgeerntet auch noch. Aber ja, sagt mir mal eure Meinung, was ihr dazu haltet von vielleicht einem größeren Projekt. Irgendein Modpack vielleicht oder vielleicht irgendein Server, RPG-mäßig irgendwas. Es wäre mal interessant, was ihr dazu sagt. Ich bin ja voll die Person, die voll Lust hätte, irgendwie sowas. So, Minecraft Elements hat mir ja voll Bock gemacht am Anfang, aber es muss halt reinsuchten, extrem ist halt ein Nachteil. Du musst halt schon eine Person sein, die wo viel Zeit hat. Wo das Spiel vielleicht dann auch wirklich mal 6 Stunden am Tag zocken kann. Das ist halt. Ja. Aber gut. Muss man mal schauen, was wir da mal, was wir da mal machen. Wir haben echt nicht viel Holz, darf ich das erwähnen? Also ich krieg gerade eben 3 Zäune hin für meinen Pferdestall. Unsere Eisenachse ist auch gleich hinüber und ich weiß nicht wofür. Oder warum genau. Ich glaube. Ja, Pferdchen, alles ist gut. Denn wollen würde. Ich glaube, Pferdchen. Das Downtown war umsonst, aber sowas von. Ah, egal. Kann man verbrennen. Schaut, ob du reist für ein Eisen. Braunes Bett. So. Wir hätten hier zumindest 20 Eisen. Wir haben 8 Diamanten. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir ein bisschen was machen. Was ist das? Ah! Okay. Step Assistance. Hero of the Village, Speed, Night Vision, Slowness, Infinity.
Ja, Unsichtbarkeit weiß ich halt nicht, ob das jetzt so das Geile ist. Step Assist. Ich könnte jetzt das Slow Falling hier rüber tun. Nein, nicht Step Assistance. Stopp, muss ich noch irgendwas. Dann kann ich den Step Assistance theoretisch darüber tun. Dann können wir uns hier Absorption. Absorption. Jetzt könnte man hier mal schauen, was wir hier machen. Okay, jetzt haben wir, heißt, jetzt haben wir die ganzen Dinger theoretisch da drin. Oh, Absorption, 2 Herzen mehr. Das ist halt schon geil, okay. Fall bräuchten wir. Reicht aber nicht, schade. Ne, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Monster töten. Wir müssen Sachen töten. Einfach. Oder allgemein irgendwie EP jetzt bekommen. Und zumindest ein Eisenbahn. 5 Eisenerz. Crossing. Cross Silber. Kupfer haben wir noch genug, dass wir sagen können. Wir schmelzen mal ein bisschen was. Tun wir 16 Kohle in beide Öfen rein. Aber ich sag, wir könnten mal ein neues Eisenschwert auf jeden Fall gebrauchen. Nein, Dummy. Was war das denn? Ich will auf jeden Fall ein neues Eisenschwert. Mein normales hält auch nicht mehr lang. Eine Eisenachs bräuchten wir auch eine neue. Wenn wir wieder ein Holz fällen wollen, eh noch. Wie repariere ich das Ding oder kann ich das Ding gar nicht reparieren? Das ist halt die Frage. Das ist die Frage. Aber wir brauchen auf jeden Fall EP. Lack. Und jetzt hat das so. Und das ist eine Absorption gebunden, weil ich das nur manchmal bekomme.
Creeper, mein Eisgott, ich gebe dir kein Zeug. Toller Creeper. Was macht ihr da drin? Halt kurz auf jeden Fall die EP durch die Kohle hier. Eisen. Was ist das denn? Wieso ist in diesem Haus hier einfach eine Kohleader? Warum? Warum tut mir unter einem Haus eine Kohleader? Egal. Ich baue uns ab und klauen sie uns einfach. Das. Skelette, einige. Ja, du hast das einzige erkannt, dass ich das Problem bin. So. Und B, du droppst jetzt nichts Schönes. Was hast du? Water. Okay. Hallo? Burn it with fire. Okay. Lack 17. Ich würde aber gerne wieder mein... Oh, 19 Level brauche ich. Scheiße. Okay, müssen wir noch ein bisschen farmen. Wie kommt ein scheiß Zombie bei mir in den Pferdestall? Wir brauchen auf jeden Fall eine... Stimmt, wir haben gesagt, glaube ich, wir müssen uns eine EP-Farm bauen. Ich glaube, den Element haben wir eigentlich wenig Lust, aber wir schnappen uns den Creeper. Ich habe doch gesagt, auf den Enderman habe ich eigentlich wenig Lust.
dürfen jetzt halt nicht wieder verrecken. Kupfer mitnehmen, dass wir ein bisschen was schmelzen können für Schmelz-EP. Das Spiel ist halt wirklich, du musst EP haben. Das Spiel hier besteht ja allein daraus, dass wir EP farmen, bloß und die Zusatzdinger uns einlösen, Zusatzboni, was wir auch auf jeden Fall machen müssen, weil ich finde die halt echt geil. Kannst du ja noch nicht mal sagen, nee, kein Bock drauf. Aber hey, wir haben jetzt übrigens der Kohle, wie es ausschaut. War noch nicht Level OP, aber wir haben eins der Kohle. Mal schauen, wie wir unseren Berg denn hier zusammenbauen. So. So. Der hat mich fast gekillt, der Scheiß. Puh, Dummi, Dummi, Dummi. 8, 16, 24. Perfekt. Bitte bratet jetzt einfach mal Essen durch. Ich brauche Essen. So, da ist das. Gunpowder ist hier, Zombiefleisch ist... Keine Ahnung. Warum habe ich kein Zombiefleisch? Was habe ich denn damit gemacht? Keine Ahnung. Aber wir haben ein paar Pfeile gefangen. Gefangen? Vor allem, wir haben Pfeile gefangen. Dommi, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Deutsch? Wir haben Pfeile gefangen. Das Zeug müssen wir auf jeden Fall mal durchbraten jetzt halt noch. Wir brauchen unbedingt Essen wieder. Kann man es auch mit Kohle durchbraten? Oh, perfekt. Das heißt, das braten wir auch noch durch dann. Für mehr EP. Mal schauen, wie wir jetzt an mehr EP rankommen. Vorläufig erstmal und wie wir unser Haus überhaupt bauen. Ich würde doch gern langsam mal ein Haus anfangen.
was haben wir denn? Die haben einen kleinen Pferdestall geschafft, die Folge. Wie war das? 5? Nein. 1. Ich glaube, es sollten ein paar dabei sein und jo. Was ist mein Thumbnail für die Folge? Dann warte ich kurz, bis die beiden Sachen durchgeschmolzen sind und ich würde aber sagen, das machen wir, nachdem ich offline bin. Vor allem, nachdem ich offline bin. Ich würde jetzt einfach mal sagen, haut rein und wir sehen uns bei der nächsten Folge Minecraft. Ciao, ciao!